Willkommen zurück bei Ultima 7. Ich, ja, bin immer noch auf der Suche nach der Salztide. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal in den Sumpf rein. Ich vergifte mich jetzt nochmal. Ja, klar, sind jetzt wieder hier alle Gegner da. So, sieht irgendjemand von euch hier? Kann ich hier rüberrennen? Ich meine, vergiftet. Nee, vergiftet bin ich noch nicht. Da! Ein Alraune! Die sind draußen! Ja, toll, da hätte ich mir den ganzen Zirkus hier sparen können. Ich habe eine Alraune gefunden. Ah, komm. Du bist keine Alraune. So, ganz schnell Express. Guten Morgen, Mönch. Lass mich durch, ich bin der Held. Oh, ich bin immer zu hektisch für das Spiel. Ich habe ein Alraune gesehen. Da ist er. Eine Alraunwurzel. Danke. Also brauche ich bloß außen rumlaufen, dann muss ich gar nicht in den Sumpf rein. Leute, seid vorsichtig, der Sumpf ist giftig. Ich nehme mal an, ich hätte mir... Da ist noch eine. Ich hätte mir ganz einfach Sumpfstiefel besorgen sollen. Dann wäre ich den ganzen Stress los gewesen. So. Wie viel? Da ist noch eine. So. Wie viel von den Dingern brauche ich jetzt eigentlich? Drei Alraunwurzeln. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele ich brauche. Heißt ja immer, aller guten Dinge sind drei. Da ist noch eine. Jetzt habe ich vier. Ich mache fünf draus. Da ist die fünfte. Jau. So. Ich habe fünf Stück. YOLO, mein Freund. So, jetzt muss ich meine Leute wieder heilen. Oh. Trinkt man einen Schluck? Gut. Wir haben fünf Alraunwurzeln. Und mit denen gehe ich jetzt zurück nach Moonshade. Bitte, bitte lass es genug Alraunwurzeln sein. Moonshade. Wo war jetzt Moonshade gewesen? Warte, mein Zettel sagt hier. Ich habe ihr dazu einen Rückruf geschrieben. Ja. Moonshade. Oh. Ich sollte wieder meinen Helm abnehmen, damit ich sehe, wann es dunkel wird. Federbiblio, mein Freund.
Ja, das zum Thema, es wird dunkel. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Oh, warte. Ich nehme die Matratze, denn ich will mal was ausprobieren. Und zwar hat Sir John gesagt, wenn hier jemand draufsteht, so, please resign thyself. Der sagt das immer noch auf Englisch. Das heißt, ich glaube, ich habe die Datei, die mir Sir John gegeben hat, falsch exportiert. Okay. Angenehme Träume. Tut mir leid, Sir John. Ich werde mir das gleich nach der Aufnahme nochmal angucken. Ob ich die Datei richtig integriert habe. Eine Anleitung hast du mir dazu gegeben. So. Federbiblio, mein Freund. Bleib mal bitte stehen. Ja, ich bin so unersättlich nach einem Zauberbuch. Ich sehe, dass ihr die Alraunwurzel mitgebracht habt. Aber ich zweifle noch immer. Wenn ihr wahrhaftig ein Magier seid, werdet ihr in der Lage sein, meine drei Fragen zu beantworten. Wie viele Kräfte formen gemeinsam das Prinzip des Gleichgewichts? Ah, Moment. Moment, Zettel rascheln. Kräfte des Gleichgewichts, Prinzipes auf Balance sind das, richtig? Ja. Das sind 6. Oh, 35 Kräfte des Gleichgewichts? Nein, es sind 6. Von wie vielen unterschiedlichen Reagenzien weiß Erstlum in seinem Buch zu berichten? Das waren 12. How many different types of reagents does Erstlum write about? 11 sind es. Wie viele Gegenden behandelt der Anschnitt andere wichtige Orte? Bestiality? Das weiß ich nicht mal. Da. How many cities? What is the number of times Ginseng muss gekocht werden? Hier. How many reasons did Erstlum put down? Nein, es ist nicht. Oh. How many weapons? How many different types of... Nanu? Wo ist die Frage hin? Bestiary? Ah, hier. Nani. How many spells? Wie viele Gegenden behandelt der Abschnitt andere wichtige Orte? Andere wichtige Orte? How many different types of reagents? How many types of reagents are required? Cycles? For how many reasons did Erstlum of the land? The history of the land, genau. Das ist falsch. How many cities? How many forces? How many clans? How many types of weapons? How many letters in the name of woman? How many words of power? Ich finde die Frage nicht. Wie viele Gegenden behandelt der Abschnitt andere wichtige Orte? Bei Serpent's Isle, dann fehlt... Hier fehlt eine Frage. Ah! Panik! Panik! Wie mache ich denn das jetzt? Wie viele Gegenden behandelt der Abschnitt andere wichtige Orte? Oh, wow. Bees in Erstlums Book, Cycles, Reasons for Erstlums History, Characters in Ophidian Writing, People, How Many... Meinst du vielleicht,
Auf how many cities? Das wären 4. Das ist dann aber falsch. Verzeiht mir, aber ihr werdet verstehen, dass ich mich ernst nehme. Ach, es war doch richtig. Die 4, das ist how many type. Nee. Moment. People from how many cities choose to emigrate from Britannia to the Serpent Isle? How many different materials can an armor be made from? Ist auch die 4 richtig. Okay. Die Frage taucht wirklich nicht bei mir auf. Ich habe den falschen Zettel, aber es klappt. Ihr werdet bemerken, dass der Transkriptionszauber in eurem Zauberbuch ist. Benutzt ihn, oh, endlich, um Schriftrollen in euer Zauberbuch zu übertragen. Alles klar. Danke. Danke, mein Freund. Ich danke euch. Heilung? So. Ach, sieh an, ich habe doch nur 2 gebraucht. Wo ist mein Zauberbuch? Freund, wo ist mein Zauberbuch? Da ist es. Ach so, passt nicht. So. Ah, ich habe ein Heilmittel drinne. Aufwecken, Heilung, übersetzen, übertragen. Ist das Transcription-Zauber. Sehr gut. So, fangen wir an. Lähmen. Zauberschlüssel. Reel und Wiss. Jawohl. Haha. Oh, jetzt sag bloß, ich muss jedes Mal. So, was haben wir noch? Ein Feuerfeld. Relordwis. Au. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Wisst ihr was? Ich werde das mal ein bisschen beschleunigen. So, jetzt geht mir mein Mana aus. Aber wir haben ja unser schlaues Buch. Wo sind das? Wer hat unser schlaues Buch? Da. So, weiß ist Beleuchtung. Gelb ist Dings. Lila, magischer Schutz. Orange. Weckt jemanden? Blauer Zaubertrank. Schlafen. Schwarz, sichten. Blau-schwarz. Orange schimmernd. Okay. Orange schimmernd. Hat jemand von euch einen orange schimmernden Zaubertrank? Orange schimmernd. Nein, nein, nein. Iolo, du hattest doch Zaubertränke bei. Nein, der hat keine Zaubertränke bei. Oh, da muss ich mal gucken, ob ich noch draußen welche habe. So. Halt. Wo war der Brunnen? Hier. Oh. Gut, hier Zaubertränke zu finden, ist wohl witzlos.
Gut, das Thema hat sich wohl erledigt. Da muss ich die Zaubersprüche nach und nach übertragen. Ah, warte mal. Pack mal ein bisschen Geld ein. Ich bin jetzt ein Zauberer. Das heißt, ihr arroganten Schnösel hier, bleibt mal stehen. Hallo, ihr dort. Seid gegrüßt, Magier. Ach, sieh an. Seid gegrüßt, Magier. Es ist schön, jemand Junges in den Reihen der Magier kennenzulernen. Ich bin Melino, Ehemann der grünen Zauberin. Sehr gut. Wusstest du, dass ich ein neuer Magier bin? Natürlich seid ihr hier neu. Ich kenne alle diese Magier. Ah nee, ich kenne alle anderen Magier von Moonshade. Und euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Doch, du hast mich zuvor gesehen, aber da warst du zu arrogant, um mit mir zu reden. Und ihr habt euer Zauberbuch, sodass ihr offenbar kein gewöhnlicher seid, sondern in die Magie eingeweiht wurdet. Nach reiflicher Überlegung seid ihr denn also jemand Neues in unseren Reihen. Boah, der ist ja richtiger Blitzmerker. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch in Federbiblius Unterricht gesehen habe. Aber andererseits kriege ich auch nicht viel von den Novizen mit, wenn ich ehrlich bin. Also, mein Freund, ich könnte euch mehrere Zaubersprüche verkaufen. In welcher Währung wollt ihr zahlen? Guldene, davon habe ich genug. Jetzt bin ich gespannt. Was hast du denn? Holen. Ja, es war mir ein Vergnügen. Ja. Siebter. Energiefeld und alle aufwecken. Nein. Mal gucken, was er noch hat. Magie aufdecken. 240. Ja. Oh, ich werde mein ganzes Geld hier ausgeben. Eine Explosion. Oh. Was hast du noch? Fünfte hat mal vierte. Sichtbar machen, blenden. Im dritten hast du Geschosse verzaubern. 105. Oh, diesen Spruch habt ihr bereits. Im zweiten großes Licht und Massenkur. Oh, Massenkur könnte ich gebrauchen. Das ist ja gegen Telekinese und Heilmittel. Okay, die haben wir bereits. Danke. Ah, jetzt kannst du mir was über Mosch sagen. Sie sagte schreckliche Dinge über meine Frau. Schrecklich. Alles Lügen. Lügen. Fake News. Gut. Und der Herzstein? Ich kann euch sagen, dass der Besitz von Herzsteinen im Moonshade verboten ist. Ich habe keine Ahnung, woher ihr das habt. Und ich will es auch nicht wissen. Ihr könnt andere Zauber finden, ohne auf diesen zurückzugreifen, die verboten sind. Okay. Es stimmt, dass es Zauber gibt, die Herzsteine als Regenz benötigen. Aber sie sind sehr gefährlich und nur sehr wenigen Magiern ist es erlaubt, ein solches Wissen zu erlangen. Und auch nur, damit es nicht verloren geht. Gut. Ihr kennt die grüne Zauberin nicht? Ah, vielleicht würdet ihr sie anhand des Zaubers erkennen, für den sie berühmt wo ist. Kolumnas Eingebung. Kolumna ist der Name der grünen Zauberin und ihr werdet überrascht sein von ihrem Zauber. Er verrät euch, was in der Gegend versteckt ist und potenziell gefährlich ist. Er garantiert natürlich nicht, dass das, was er findet, auch wirklich gefährlich ist. Aber er warnt euch. Finde ich gut. Den will ich haben. Kein anderer Magier hat einen Zauber, der nach ihm benannt wurde. Selbstverständlich ist sie berühmt, weshalb sich alle darüber einig sind, wie bemerkenswert nützlich der Zauber ist. Gut, dann. Oh, warte, andere Magier. Genau. Bin ich dennoch gut vernetzt. Viele Magier kommen, um mich bei ihren Forschungen zu Rate zu ziehen. Ich scheine ein Talent zu haben, vergessene Hinweise in den Archiven zu entdecken. Solche Informationen können sich als Schlüssel zu einem neuen Zauber oder einem neuen Aspekt eines bekannten Zaubers erweisen.
Zum Beispiel hat Torisio mir ungeheure Summen bezahlt, um eine Liste von Reagenzien für einen bestimmten Satz von Zaubersprüchen zu liefern. Ich werde nicht ruhen, bis ich sein Vertrauen in mich gerechtfertigt habe. Zum Glück zeigt Kolumna sehr viel Verständnis, dass ich so viel Zeit meiner Arbeit widme. Torisio ist ein sehr talentierter junger Magier. Seine Spezialität ist die Herstellung der Automatone, die als Diener und Wächter für unsere Villen dienen. Er hat ein feines Auge für Details, selbst für solch niedrige Geschöpfe wie Diener. Ihr könnt sein bestes Werk im Blauen Eber bewundern, wo er Rocco gestattet, Petra vorzuführen. Gut, dann danke ich dir erstmal. Mach mal Tschüss. Genau. Oh, jetzt holen wir noch mehr Geld. Oh, ich kann ja mein ganzes Geld loswerden. Für Zaubersprüche. Wo ist denn? Da ist der Brunnen. So. Oh, da fällt mir ein, ich kann ja zu dem Zauber, zu dem Apotheker gehen. Und mir, Mana-Reagenzien holen. Halt, falsche Währung. So. Und zwar haben... Hups. Leute. Okay, wenn ihr hungrig seid... Dann werden wir zuerst mal etwas zu... Ja, ich weiß, du bist ein wenig hungrig. Guten Morgen, Petra. Guten Tag. Wir hätten gerne was zu essen. Ja, worauf habt ihr Hunger? Auf Lamm. Ja... Ja. Danke, das war's. So. Freunde, es gibt Essen. Zwei. Drei und vier. Genau. Und jetzt nimmst du bitte die anderen vier Fleischstücken. Genau. Ja, das war lecker. Der Meinung bin ich auch. Und jetzt möchte ich gerne... aus der Apotheke. Guten Morgen. Orange schimmernd. Ist das jetzt der hier? Oder ist das der? Ja. Ich würde gerne Reagenzien kaufen. Und zwar, ich habe hier ein Rezept für einen Trank, der mich besser zaubern lässt. Schlafen, Heilung, Licht, Gegenmittel, Schutz, Unsichtbarkeit. Oh, ausgerechnet den, den ich brauche, hast du nicht. Schlafen, Heilung, Licht, Gegengift, Aufwecken, Schutz, Unsichtbarkeit. Dann vielleicht später. Leb wohl. Schöner Laden. Ups. Ja. Den Trank hier, den brauche ich. Oder den. Schade, dass der nicht den richtigen Trank verkauft. Aber gut, dann werden wir beim nächsten Mal... Wie spät ist denn das? Dass der sich jetzt hier schon wieder Licht anmacht. 11 Uhr mittags oder abends. Wenn ich das immer wüsste. Warum haben eigentlich Sonnenuhr keine 24-Stunden-Anzeige? Aber gut,
ich werde schlafen gehen. Sagen wir für 3-4 Stunden. Wenn es jetzt 11 Uhr ist. 15, 16, 17. Ja, ich gehe 6 Stunden schlafen. Genau, das ist entweder morgens oder abends. So. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps. Genießt den Tag. See you later. Ja. Und gute Nacht. Angenehme Träume.